Wir rechnen sie, x minus 1 ist gleich Wurzel x plus 1. Ja, eine Wurzelgleichung, bei der wir als erstes die Wurzel isolieren sollten, wenn sie nicht isoliert wäre. Das heißt, wir werden jetzt zunächst mal quadrieren. Das heißt, wir schreiben hier ein x minus 1 in Klammern zum Quadrat plus ist gleich die Wurzel aus x plus 1 in Klammern zum Quadrat. So, dann multipliziere ich das Ganze aus und ich erhalte x Quadrat minus 2x plus 1, binomische Formel. Und das andere bleibt so stehen, wie es ist, gleich x plus 1. Und jetzt löse ich das Ganze nach x auf. Das heißt, zunächst mal fällt die 1 weg, dann kann ich noch die x subtrahieren und ich erhalte x Quadrat minus 3x gleich 0. So, und jetzt muss ich das nach x auflösen. Es handelt sich um eine quadratische Gleichung, die kann ich aber auch durch Ausklammern lösen oder durch die Mitternachtsformel. Das x1 ist also 0 und das x2 ist 3. Und jetzt muss ich, wie bei Wurzelgleichungen üblich, die Probe machen. Ja, aber die Probe bitte in die Originalgleichung einsetzen, in sonst nichts. Probe, x gleich 0. X gleich 0, da haben wir 0 minus 1 ist dasselbe wie die Wurzel aus 0 plus 1. Ja, und da sehe ich, dass hier links etwas anderes rauskommt als hier. Da steht also minus 1 gleich 1. Das ist ein Widerspruch. Das heißt, da mache ich ein Blitzchen hin. Das geht nicht. Das ist also kein Beitrag. Kein Beitrag. So, die zweite Probe ist die 3. X gleich 3, dann habe ich 3 minus 1 ist dasselbe wie Wurzel aus 3 plus 1. Da steht also dran 2 gleich 2. Das ist okay. Damit ist das Lösungsmenge und die 0 nicht. Die 0 ist einfach durchs Quadrieren hinzugekommen und daraus folgt, die Lösungsmenge ist die 3.